Ein regelmäßiges Beckenbodentraining in deinen Mama-Alltag einzubauen, ist gar nicht so einfach, weil du eh schon so viele To-Dos hast und jetzt kommt noch jemand und sagt, jetzt musst du aber auch noch dein Beckenbodentraining hier regelmäßig mit einbauen und du weißt eigentlich gar nicht so richtig wie. Und in diesem Video wollen wir mal rausfinden, was du eigentlich für ein Trainingstyp bist, damit dir das Beckenbodentraining einfach so viel leichter fallen wird. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ann-Kathrin, Hebamme, Beckenbodentrainerin und selber dreifache Mama. Und ich möchte dir gerne in diesem Video zeigen, wie du dein Training noch leichter für dich integrieren kannst, indem du mal rausfindest, was bist du eigentlich für ein Trainingstyp. Und dafür solltest du als allererstes auch einmal dich hinterfragen, was sind eigentlich deine Vorstellungen von Beckenbodentraining. Wie sieht Beckenbodentraining für dich aus? Vielleicht bist du, hast du ein Bild davon, dass du denkst, okay, Beckenbodentraining, da liegen alle Frauen irgendwie auf dem Boden und spannen ein paar Mal ihren Beckenboden an. Langweilig. Habe ich gar keinen Bock zu. Vielleicht bist du auch diejenige, die sagt so, boah, Beckenbodentraining, da hüpfen irgendwie alle auf ihrer Matte rum und sind die ganze Zeit ganz dynamisch unterwegs und boah, da kommt man voll ins Schwitzen und boah, habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Ja, also das ist erstmal das Erste. Was ist eigentlich deine Vorstellung von Beckenbodentraining? Und dann solltest du dich aber eben auch hinterfragen, was bist du für ein Typ, damit es einfach nicht sich anfühlt wie so ein lästiges To-Do, was du irgendwie tun musst, sondern damit du Spaß daran bekommst, ja? Damit du Spaß und Freude daran hast, wieder in deine Kraft auch zurückzufinden, denn das ist das, was Beckenbodentraining, Körpermitte-Training eigentlich macht. Die Kraft aus unserer Körpermitte fördern und das bedeutet, wir fördern nicht nur die Kraft unserer Körpermitte, sondern die Energie des ganzen Körpers. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da einfach wieder in deine Kraft zurückfindest als Mama, denn das ist ja das, was du brauchst. Ja, du brauchst deine Kraft als Mama. Und Beckenbodentraining ist nichts, was nur irgendwie 4 oder 8 oder 10 Wochen Rückbildungskurs braucht, sondern das braucht so viel länger. Es braucht 1 Jahr, aus osteopathischer Sicht bis zu 3 Jahre. Es ist also ein sehr langer Zeitraum, den du brauchst, in dem du hier dein regelmäßiges Beckenbodentraining einbaust. Und deswegen ist es so wichtig, dass es dir Spaß macht, dass es dir Freude macht und dass es jetzt nichts ist, wo du sagst so, boah, habe ich überhaupt gar keine Lust zu, weil dann wirst du nicht dranbleiben können und dann wirst du auch keine Erfolge erzielen können und wirst vielleicht weiter mit deinen Rückenschmerzen leben, wirst vielleicht weiter damit leben, dass du Binden brauchst, falls du mal niesen musst oder musst weiter damit leben, dass der Nacken schmerzt oder. Ja, all das sind Dinge, die damit einhergehen. Und deswegen lass uns jetzt mal schauen, was für ein Typ du eigentlich bist. Typ 1 ist die dynamische. Bist du diejenige, der es eher so ein bisschen an Action fehlt, wenn sie an Beckenbodentraining denkt? Die denkt so, boah, ich will endlich wieder ins Schwitzen kommen, ich will endlich wieder joggen gehen, ich will endlich wieder Volleyball spielen, ich will endlich wieder mein HIIT-Training machen. Was ist es, was du gerne machen möchtest, wenn du so ein bisschen dynamischer unterwegs bist? Und wenn du dann ans Beckenbodentraining denkst, beziehungsweise vielleicht auch schon gehört hast, so, boah, joggen solltest du nicht, Volleyball spielen solltest du nicht, Tennis spielen solltest du nicht, ne? Keine High-Impact-Impulse setzen hier, Bewegungen machen. Das sollst du alles nicht. Ja, und jetzt stehst du da und sagst, okay, ich darf keinen Sport mehr machen, ich darf spazieren gehen. Oh, wie langweilig. Dann solltest du auch da schauen, dass du natürlich alle Basics für dich legst. Das ist immer die Grundlage, egal welcher Typ du bist. Du brauchst die Basics, du brauchst die Körpermitte-Basics. Du musst wissen, wie spannst du deinen Beckenboden an, wie spannst du deine Bauchmuskulatur an, wie kannst du es schaffen, dass du hier die Wahrnehmung hast, wie kannst du es schaffen, dass du die Körpermitte nicht übermäßig belastest im Alltag. All diese Dinge musst du wissen. Diese Grundlagen, die findest du auch alle in meiner App. Wenn du möchtest, dann kannst du das innerhalb von 4 Wochen dir locker erarbeiten oder vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, je nachdem, wie viel Zeit du dafür aufbringen möchtest. Schau mal vorbei in der Mama Club App, dort hast du alle Grundlagen. Und wenn das für dich hast, dann kannst du langsam schauen, wie kannst du dein Training auch wieder langsam dynamischer gestalten. Das heißt nicht, dass du direkt bitte wieder mit High-Impact-Bewegungen startest, bitte auf gar keinen Fall. Aber du kannst sämtliche High-Impact-Bewegungen aus verschiedenen HIIT-Trainings zum Beispiel, die dir vielleicht auch hier auf YouTube zur Verfügung stehen, kannst du abwandeln. Du kannst auch viele Übungen, die gerade Bauchmuskulatur beinhalten,
abwandeln. Ja, dann machst du zum Beispiel einen Jumping Jack nicht mehr springenderweise, weil damit haben wir eine High-Impact-Bewegung, sondern du wandelst es ab und setzt die Füße nacheinander nach außen und nach innen, zum Beispiel. Ja, und so hast du das schon mal auf eine Weise abgewandelt, die total beckenbodenfreundlich ist und die du für dich so nutzen kannst und Stück für Stück steigern kannst. Ja, das heißt, dann gehst du ein bisschen dynamischer nach außen, nach innen, nach außen, nach innen und irgendwann kommen dann auch die Sprünge zurück. Aber das ist ein Weg. Das ist nichts, was du direkt nach dem Rückbildungskurs starten solltest, sondern das ist ein Weg, der einfach so ein bisschen Zeit braucht. Und das darfst du für dich gerne dir diese Zeit nehmen. Du darfst dir diese Zeit erlauben, auch wenn es dir dann vielleicht zwischendurch immer noch ein bisschen langweilig von Zeit zu Zeit mal vorkommen kann, du bist schon mal auf diesem Weg. Das heißt, es sagt dir jetzt niemand, mach erstmal einen sanften Yoga-Flow, während du eigentlich gerne viel dynamischer und schon mal ins Schwitzen kommen möchtest und so, denn das kannst du trotzdem, ja? Und das könnte deine Art und Weise sein, wie du mit deinem Beckenboden hier gut in ein gutes Training finden kannst. Typ Nummer 2 ist die Sanfte. Und die Sanfte ist eher diejenige, die jetzt vielleicht teilweise sogar von sich sagt, so, boah, ich habe gar keine Lust auf Sport, ich bin nicht so der Typ Sport, ich bin nicht so die Sportliche. Oder die vielleicht auch sagt so, ja, Bewegung ist ganz schön und gut, aber jetzt irgendwie groß ins Schwitzen kommen oder ständig Muskelkater haben, ist jetzt nicht so meine Welt. Ja, wenn du vielleicht irgendwie dich da so drinne wieder siehst, dann könnte es für dich das Richtige sein, dass du einfach in eine sanfte, in einen sanften Bewegungsflow gehst. Ja, vielleicht hast du auch schon immer gerne sanftes Yoga gemacht. Ja, Yoga kann ja auch sehr unterschiedlich sein, aber vielleicht hast du immer eher gerne so sanftes Yoga gemacht oder hast gerne Spaziergänge gemacht oder so. Und wenn das eher so deine Form von Bewegung ist, dann kann es etwas sein, was sehr gut vielleicht auch für dich im Rückbildungstraining, im Beckenbodentraining passt. Das heißt, du machst sanftere Bewegungsabläufe, du gehst natürlich trotzdem in den Muskelaufbau, aber nicht so überdimensional stark, dass du ständig vom Muskelkater begleitet wirst, sondern du baust das Ganze etwas sanfter auf. Und auch das kann ein total guter Weg sein und ja, vielleicht ist es was, worin du dich wieder siehst. Und es ist total okay, wenn man eben mal nicht die powervolle und dynamische ist. Ja, das muss nicht für jeden Menschen passen. Und es ist ja ganz, ganz normal für uns Menschen, dass wir alle unterschiedliche Qualitäten haben und unterschiedlich gut in verschiedenen Dingen sind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, sondern es ist einfach anders. Und alle drei Typen sind einfach anders und jede ist gut für sich. Und das einzig Wichtige ist, dass du für dich herausfindest, was bist du wirklich für einen Typ. Und nicht sagst du, oh, ich wäre gerne die, sondern dass du wirklich sagst, ich fühle mich damit wohl. Denn wenn du dich damit wohlfühlst, dann kommst du viel leichter dahin, dass du sagst so, ja, das Training, das ist für mich eine Auszeit und ich kann mich dabei erholen und ich kann dabei runterfahren und ich kann, ja, ich kann einfach ein bisschen Energie auftanken. Wenn du jetzt als Typ Sanfte sagst, boah, ich mache jetzt auch, ne, weil ich es irgendwie cool finde, dass andere das machen, ich mache jetzt so ein ganz dynamisches Training, dann kann es sein, dass du dich danach vielleicht auch einfach nur ausgepowert und müde und erschöpft fühlst, weil das nicht deine Art ist, sondern du einfach mehr der Typ ist, bis der ein bisschen sanftere Bewegung braucht. Ja, also versuch da einfach wirklich dich ehrlich einzuschätzen, was ist deins, was gibt dir Energie? Und auch ich bin eher Typ die Sanfte. Ich liebe es, sanfte Yoga-Flows zu machen. Ich liebe es, mich zu bewegen, aber ich bin jetzt nicht so diejenige, die jetzt einen Marathon laufen gehen würde. Also von daher schau einfach mal, was ist da für dich der richtige Weg? Was fühlt sich für dich stimmig an? Was gibt dir neue Energie? Dann kommen wir noch zu Typ 3. Und Typ 3 ist die Praktische. Die Praktische, die möchte ihre kleinen Auszeiten des Tages lieber nutzen, um Dinge für sich auf andere Art und Weise zu tun als für Sport. Das heißt, vielleicht möchte sie lieber Musik machen, vielleicht möchte sie lieber stricken oder was auch immer. Irgendwelche anderen Dinge, die ihr Energie geben. Und deswegen muss der Sport einfach noch praktischer verpackt sein. Das heißt, sie baut ihre kleinen Trainingseinheiten in ihren Alltag mit ein. Und was ich damit bitte nicht meine, ist, dass du jetzt anfängst, an einer roten Ampel immer nur den Beckenboden anzuspannen, zu entspannen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Beckenbodentraining.
Das kann auch ein wichtiger Part sein, um in den Wahrnehmungsaufbau zu gehen. Aber das kann nicht dein komplettes Beckenbodentraining ersetzen. Ja? Denn Beckenbodentraining, ganzheitliches Beckenbodentraining, trainiert den ganzen Körper. Und das ist wichtig, nicht immer nur so ein bisschen anspannen, entspannen. Deswegen brauchst du ein bisschen mehr. Und wie es aber zum Beispiel aussehen kann, ist, dass du, wenn du beim Geschirrspüler ausräumen bist, dass du das Ganze gleich mit ein paar Squats verbindest. Was eh schlecht ist für den Körper, ist, wenn du dich mal nach vorne runterbückst und den Teller rausholst, nach oben stellst. Deswegen verbinde es doch gleich mit ein paar Squats. Dass du einfach tief gehst, dass du die Teller holst und dann mit aktiver Körpermitte wieder die Teller nach oben bringst, also den Körper nach oben bringst und die Teller in den Schrank stellst. Das könnte eine wunderbare Möglichkeit sein, wie du ganz nebenbei ohne extra Zeitaufwand gleich noch ein paar Trainingseinheiten hiermit integriert hast. Oder aber du sagst, du machst dein Training auf dem Spielplatz. Ja, wenn du eh auf dem Spielplatz bist, vielleicht Zeit hast, weil dein Kind vielleicht schon alleine spielt, das ältere Geschwisterkind vielleicht, dann kannst du hier auf dem Spielplatz direkt ein kleines Training absolvieren. Ja, vielleicht hast du da so eine Wackelstange, auf der du balancieren kannst. Vielleicht kannst du unterschiedlichste Übungen machen. Vielleicht kannst du auch da ein paar Squats einbauen. Also es gibt da auch die unterschiedlichsten Übungen und vielleicht gibt es dazu auch irgendwann demnächst nochmal ein eigenes Video. Du kannst zum Beispiel auch sagen, auf dem Spaziergang, vielleicht gehst du regelmäßig mit deinem Kind spazieren, zum Beispiel im Kinderwagen, vielleicht aber auch in der Trage. Und nutzt diese Zeit zum Beispiel, um auch hier ein paar Übungen zu machen. Vielleicht ein paar tiefe Ausfallschritte. Vielleicht könntest du schauen, dass du ein bisschen die Arme kreist. Vielleicht könntest du schauen, dass wenn du irgendwo eine Bank oder einen alten Baumstumpf oder sowas findest, dass du da quasi einen Fuß raufstellst und dein Knie nach oben ziehst und hier eine kurze Pause sozusagen machst und erstmal hier eine kleine Trainingseinheit machst und dann gehst du weiter spazieren. Ja, und dass du dir da einfach verschiedene Punkte suchst und so wird dein Training abwechslungsreich, so kannst du es immer ein bisschen anders gestalten und hast auch eine schöne Möglichkeit, total ohne extra Zeitaufwand dein Training hier zu integrieren. Auch das kann eine schöne Möglichkeit sein. Und damit habe ich dir jetzt die drei verschiedenen Typen vorgestellt und frag dich mal, welcher Typ bist du? Und wenn du herausgefunden hast, was für eine Art Training dir am meisten Spaß macht, dann kannst du es einfach auch viel leichter umsetzen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, womit kannst du dich am ehesten identifizieren oder wo sagst du vielleicht auch, irgendwie war mein Typ jetzt so gar nicht dabei, bei mir läuft das so und so und so. Dann schreib es mir super gerne auch mal in die Kommentare. Ich freue mich da auf den Austausch mit euch. Und ansonsten wirklich nimm das wirklich ernst, ne? Weil damit kannst du viel leichter dein Training integrieren, damit kannst du viel leichter in die Umsetzung kommen und das ist das, was du brauchst, ja, um kleine Auszeiten für dich zu haben, um wieder zu mehr Energie in deinem Alltag auch zu kommen, um deinen Körper zu stärken, daraus von mehr Energie zu profitieren und dich insgesamt besser zu fühlen, schmerzfrei zu sein und langfristig auch eine trockene Hose zu behalten, sollte das ein Problem bei dir sein. Und von daher freue ich mich, wenn du hier vielleicht wieder eine kleine Erkenntnis mehr gewonnen hast, dadurch dein Training leichter integrieren kannst, vielleicht Lust hast, die Mama Club App zu nutzen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, meine Liebe, und bis bald. Ciao.